Sonntag, 4. Dezember, ein nebliger Tag. Aber gleich ein Freudentag für das Pilzhütli. Das Pilzhütli im Grabseriet, das kann man nämlich mieten. Bis 25 sogar gratis für ein Fest, für eine Grillparty, zum Übernachten. Es ist wirklich ganz etwas Spezielles, die Stube hier. Der Robin, der links, der ist verantwortlich für Vermietungen und er erklärt gerade dem Hans und der Regula, den Nachbauern, dass er die Fenster hier noch eingemacht hat. Der Hans und der Regula übrigens haben sich immer um das Pilzhütli bemüht, auch als Nachbauern. Das Pilzhütli ist ganz etwas Spezielles. Unten also eine heimelige Stube, man ist nach zusammen, man kann wirklich feiern. Aber natürlich heisst das nicht, dass man einfach die Sachen ablässt, wie es im Riet draussen ist, sondern es ist natürlich auch an gewisse Vorschriften gebunden, ganz klar, was Nachtruhe betrifft. Der Anstand natürlich auch, dass man nicht einfach die ganzen Wiese rundherum verschandelt und so weiter. Aber sonst eine völlige Freiheit in diesem Pilzhütli. Ja, und das Pilzhütli hat aber kein WC gehabt. Und um das WC geht es jetzt hier. Eine Reportage, Impressionen. Ronny, du bist eigentlich der WC-Bauer. Wie sind ihr da vorgegangen? Ja, zuerst haben wir mal das Fundament betoniert ohne. Und nachher halt Stein vorbereitet, halt geholt, geschnitten. Und nachher anfangen zu mauern, oder? Aber sind wir Vorbereitungsarbeit gebraucht im Jahr, hä? Was drückt noch? Ja, halt vor allem das Material bringen ohne Auto und so. Das war ein bisschen kritisch gewesen. Also ohne Autoprüfung. Ja. Und ja. Da draussen halt kein Strom, nichts. Nur das Aggregat da. Und der hat nicht gelangt für den grossen Flex. Und den haben wir gemacht? Den haben wir mit der kleinen Flex, mit Batterie geschnitten. Ja. Ja, das ist nicht so gut gegangen, aber irgendwie jetzt müssen gehen. Und dann das Fundament setzen? Ist dort noch schwierig gewesen, nehme ich an? Es ist ein bisschen uneben natürlich da, oder? Ja, es hat gut, es war ja schon eins gewesen, aber einfach schräg. Und dann haben wir einfach abgeschaltet und gerade betoniert, dass wir sauber mauern können. Und dann muss er aufgiessen? Das haben wir alles von Hand gemacht in dem Fall? Ja, ja. Eiseliport und Beton drin. Und die Idee, weißt du, haben Sie sicher sehr schon Plan gemacht? Wie sind Sie aufs Web gekommen? Ja, wir haben sicher etwas Handwerkliches machen als Projektarbeit. Dann habe ich den Sonny angerufen. Und er hat gesagt, sie hätte hier WC, was wir machen könnten, was schon lange irgendwie nötig ist. Und ja, durch sie eigentlich bin ich auf das gekommen. Ist das wie eine Vertiefungsarbeit gewesen? So ein Abschluss? Ja, für die LAP. Ja. Ah, für die LAP. Ja, voll, ja. Ja. Das ist jetzt also die Toilette, das ist jetzt seine VA in dem Fall. Ja. Ist ja speziell. Ja, ja, ist speziell. Die Mitschüler sicher auch gelacht, nehme ich an. Ja, ja. Der Lehrer auch, er kommt es auch noch anschauen. Sicher? Ja, welchen Verein hast du dort, Josa, für den Lehrer? Bisecker. Ah, so. Ja, dann kommt er da vorbei. Da, ja. Super. Ja, ja. Das ist doch, und das sieht doch wirklich gut aus, gell? Ja, 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 mit der Tür dann noch besser. Ja, ja, ja. Und das heisst, das ist jetzt endlich mal ein WC, da, wo man ja schon immer eigentlich denkt, das wäre nicht schlecht, man hätte mal eins. Ja, das ist jetzt. Und das Material ist bezahlt worden? Ja, von meiner Firma, Lazzarini und Schwenderner. Und Sonja halt die Lieferung und so mit dem Autokran für die Decke. Ja. Bin auf der Bastel betoniert. Und dann die Vertiefungsarbeit musst du ja präsentieren, machen wir das denn hier vor Ort? Ja, vor Ort, ja. Wann ist das jetzt denn bald, oder? Februar. Februar. Wenn genau, weiß ich nicht. Ja, ja. Und dann kommt die Lehrer daher natürlich, gell? Ja. Und darum steht noch ein Fachlehrer, der es beurteilt. Ja, zwei. Ja. Du, auf was kommt es denn an beim Sprayen? Auf Geduld. Und abkleben? Abkleben, ja. Das Resultat am Schluss wichtig, ja. Auf welche Distanz sprayst du denn so? Ja, es kommt darauf an, wie dick das die Linie sein soll und wie groß das der Aufsatz ist. Also zwischen 5 mm Entfernung und einem halben Meter ist eigentlich alles möglich. Aha. Aber und wenn mal etwas dann vergratet? Das ist kein Ding, weil die Farben sind alle deckend und durch das kann man einfach wieder drüber malen. Und aha. Dann kann man keinen Fehler machen, man braucht nur Geduld, um es schön anzubringen. Aber jetzt mal ehrlich, bist du schon jemals auf einem WC gehockt und hast gespreit? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Das ist etwas Neues. Es sehr klassisch ist, die vertagten WC. Das sieht man ja viele in den Restaurants und so. Aber nein, noch etwas Neues. Und gell, es ist schon etwas Lässiges, eine Herausforderung, wenn man mal endlich darf sprayen. Es ist auch irgendwie ein Kick, oder nicht? Ein Kick, aber es ist schon auch eine Challenge, weil man stellt sich immer so einfach vor, so tschst, und dann hat man es, aber es braucht halt viel Übung und Genauigkeit und eben Geduld, wie gesagt. Ja. Und du hast ja zwei Mädchen, die unglaublich Geduld haben. Du. Mama mia! Du. Ja, ja. Wie lange sind sie schon da? Noch nicht so lange, vielleicht 10, 20 Minuten.
Weißt du, mir ist auch schon aufgefallen bei den Malern, sind die Malerinnen die Genauesten. Ja. Wäre das noch ein Job für dich? Nein, ich habe es nicht so mit Genauigkeit. Aber sprayen? Nein, auch nicht so. Aber freust du dich drauf, hä? Ja. Was habt ihr vor? Was möchtet ihr sprayen? Vielleicht so Bild oder euer Grabs draufschreiben, halt so, ja. Hoppla, das ist aber noch eine Herausforderung, hä? Hast du Schablonen gemacht? Du jetzt, Chef. Nein, wir tun noch kurz skizzieren. Und dann machen wir den Freihand. Wir sind ja Profis, oder? Hoppla, jetzt weißt du, was es so was abgeht. Ja, mit dem Tag ist ja gleich so ein nebeliger Tag, ein Sonntag noch. Also, es ist schon ein Einsatz. Also, ich finde das toll, gell? Ja, dass du herkommst. Ja, ich bin froh, dass er auch kommt, weil wir sind nicht so. Gut natürlich, ja. Gell? Ja. Aber es ist schon toll, gell? Die Jugendlichen, gell, dass sie daher können am Sonntag, wenn nebeliger Tag zu so einem Fest, das ist. Absolut, ja, absolut. Es ist vor allem auch cool, wenn junge Menschen die Möglichkeit haben zum Sprayen. Kennenlernen in einem Rahmen, wo man es auch darf, dann muss man nicht irgendwie auf der Straße ausprobieren gehen. Und das ist sicher ein Mehrwert für alle. Und du machst heute den Nebeltag sicher sehr lebhaft, nicht? Ja, definitiv. Da gibt es noch eine gute Wurst. Und dann geht es los. Du, jetzt kommst du am Sonntag und sprayen. Ja. Unglaublich, hä? Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das machen. Freust du dich drauf? Ja. Habe ich noch nie gemacht. Hast du auch ein bisschen Angst? Ein bisschen, dass ich ein bisschen verschiesse, aber wir haben ja hier Karten zum Vorsprayen. Was hast du gesagt? Ein bisschen für. Das ist falsch mache. Aha, ja. Weil ich meinte, du sagst, verschiesse, weil es wäre dann typisch, oder? Weißt du, wer hat schon mal von einer Toilette aus etwas gesprayt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, in meinem Freundeskreis niemand. Gell? Kann ich mich auch nicht erinnern. Hast du dich erinnern? Nein, aber verschiessen passt ja sehr gut zum WC. Also, sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Mhm. Was soll herkommen an die Wand? Wir sprühen wahrscheinlich Pilzsprümer. Ja. Und dann machen wir so verschiedene Schriften übereinander. Und dann sieht es so einen coolen Effekt. Gibt das denn. Du bist ja sehr stylisch unterwegs. Also bist du ja genau. Möchtest du mal so Malerin werden? Was möchtest du mal machen? Detailhandelsfachfrau. Aha, also nichts mit Malerin? Nein, ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Aber du weißt schon, die besten Maler sind Malerinnen. Was ist anstrengend? Echt? Ja, sicher, sie sind am genauesten. Ja, vielleicht. Aber es gibt auch gute Maler. Da bin ich mir sicher. Ja, okay, dann geht's los. Sonja, was ist denn das da jetzt überhaupt? Das ist ein Einweihungsfest vom WC. Also das heisst nicht, dass man aufs WC geht, um das einweihen. Es sind zwei Jugendliche, die das gebaut haben, also die das geplant haben, das ist dann ihre VA, also Abschlussarbeit. Die haben das geplant und umgesetzt. Das heisst, sie haben es gemauert und alles so weit gebracht, dass es jetzt so da steht. Und jetzt haben wir die Bevölkerung eingeladen, Jugendliche eingeladen, die hier können Maroni geniessen können. Der Kurt macht für uns Maroni. Der Schlosswart bei der Maroni. Ja, genau. Komm, Kurt, hast du es im Griff? Ja, ich denke, wohl. Also es sieht ja gut aus. He? Hey, ein paar Minuten Mann. Und dann können wir die erste Maroni fressen. Mm. Donnerwetter nochmal. Hast du das alles eingeführt und nachher? Ja, richtig. Jetzt, ich habe eine Instruktion gekriegt vom Maroni-Mann vom Seeli. Robert heisst er. Robert Bieri, genau. Ja, genau. Und er hat mir das sehr genau gezeigt. Jetzt habe ich zuerst das Blech einfetten, dass Maroni ein bisschen Glanz kriegen. Und sie tun es jetzt bereits. Er hat mir wirklich gezeigt, wie es abgeht. Also ein Alper kann nicht etwas lernen. Ja. Sattel ist jetzt um. Du weißt, ich bin ja immer ein bisschen Ping-Pong-mässig unterwegs, mal da, mal dort. Und ich habe schon einen Haufen gemacht. So ein bisschen außerhalb vom regulären. Festanstellungen sind eben zur Alp gegangen. Sind eigentlich nur. Beim Schloss habe ich eine Ausnahme gemacht, habe 5 Jahre den Schlosswart gemacht. Und nach dem Schloss bin ich auch wieder zur Alp gegangen. Aber dann sind die Winterzeiten halt immer schauen, was es gibt. Und jetzt bist du aber das sind echt die guten, die irregulären. Gell? Genau, und er ist eine riesige Unterstützung jetzt in der Jugendarbeit, in der offenen. Das heisst, wir sind oft jetzt Zweite unterwegs oder eben so einen Anlass zu stemmen. Das ist natürlich Gold wert, wenn man jemanden hat, der so einfach Feuer machen und alles bereit macht. Und ja, was wir heute auch noch haben, immer einen Grill, also da hinten. Es gibt noch Punsch, es hat Snacks, also man kann selber zum Grillen mitbringen und einfach ein bisschen sein und geniessen, trotz dem Wetter.
Ja, es ist gar nicht so schlecht. Ich finde auch nicht. Ich meine, da kannst du so, ja, irgendwie der Nebel ist ein bisschen eine intime Atmosphäre, nicht? Genau, ein bisschen mystisch. Genau. Da aussen im Bülz, da passt doch alles. Mein Gott, bist du ein Rauchkegel, du. Was ist denn los? Es muss. Sonst wäre es nicht gut. Also aber ich sehe schon, jetzt... du gehst auf in diesem Job. Aha, soll ich noch professioneller Maroni-Brötler werden? Aber ja. Nein, der Robert macht das super. Ich meine, wer schon mal am Seele Maroni gegessen hat, der kann das bezeugen. Er macht das einfach super. Ich finde es halt einfach auch super, dass er uns die Gerätschaft zur Verfügung stellt. Nochmal ein herzliches Dank an Robert. Das ist top Sache. Herrgott, kannst du die Werbung auch noch brauchen, Sonja? Ja, soll auch so sein. Also, ja. Ich meine, das ist mega grosszügig. Und ja, es sind viele Leute beteiligt, wie man es auch nicht sieht im ersten Moment. Was sagt der Ivan? Kommst du raus? Ja, er redet gerade mit dir, deswegen kommen wir noch nicht ganz so mit. Ah, okay, Ivan. Wir haben jetzt schon alles abgedeckt. Bist du voll dran, hä? Ja, wir sind am Abdecken, ja. Ja, hat geheissen, darfst du also kein einziges Fleckchen nebenan? Kein einziges Fleckchen nebenan? Oh, wow, 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 wow. Jetzt bist du aber schon ein bisschen nervös, nicht? Ein bisschen. Weil ich es habe noch nie gemacht, aber so eine Wand anmalen ist was anderes halt. Dort kannst du mal ein bisschen daneben gehen. Also im eigenen Zimmer. Sprichst du dort auch noch? Nein, dort haben wir gemalt. Aber wenn du es kannst? Dann sprichst du das dort sicher auch noch mal, oder nicht? Weiss ich nicht, könnte, weil die Wand wird sowieso wieder abgerissen, aber ich könnte es. Aber ich weiss nicht. Okay. Nachher steht dort irgendetwas Krummes. Ist dann auch nicht gut. Unglaubliches Engagement, he? Muss man schon sagen. Guck mal, könntest du den Stern da? Ich fange hier an. Hallo. Dann können wir den Biss abziehen. Du mehr abschneiden gerne. Es gibt da gerade was Sackmesser. Oh. Und dann kannst du es nachher ausziehen und dann musst du es dahinter kleben. Mhm. Kannst du es dir zeigen? Ach, die Boxen sind ein bisschen weg. Was sind denn das für Boxen? Du, Ivan, sprichst du eigentlich lieber, wenn Frauen dabei sind oder Männer? Weißt du, wegen der Genauigkeit? Also, ich würde sagen, wegen der Genauigkeit spielt es keine Rolle, aber ich spray sehr gerne mit Frauen, weil es gibt. Spray ist eine Männerdomäne. Und es ist natürlich schade. Wäre schön, wenn es mehr Frauen gäbe, die auch malen würden. Also du redest gerade schon wesentlich besser wie du auf aber du redest schon wieder Knie, wenn du Knie weht oder den Ball hast. Ja, das ist was ich gerade mache. Ah, sicher? Ja. Wieso deckst du es? Musst du es hier auch abkleben? Ja, es darf kein Witzel an die Scheune haben. Aha. Das muss eigentlich alles weiß bleiben oder das andere alles definiert, gell? Ja, also wie vorher, nur der, der jetzt weiß grundiert ist, der Fett muss. Ah, so, okay. Wo haben wir das Sackmesser? Ja. Muss das abschneiden? Oh. Oh, das Messer, gell? Immer schön aufpassen mit dem Messer. Ivan kommt zu Hilfe. Geht's noch? Ja, keine. Es klebt halt ultra schlecht. So. Schaffen. Ich bin nicht nur Friede, Freude, Eiderkuchen, Spray. Die Maroni sind echt fein. Ich darf verbleiben, der Kurt. Hallo, Daniela. Hi, Daniela. Sonja, freut mich auch. Ein WC. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Geht der Richtung dazu. Aber ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das so schön angebracht hat. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Freude an dem allem. Und es ist ja wirklich schön, gell? Es ist eine Vertiefungsarbeit von der LAP, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Win-Situation für die Gemeinde Krabs mit dem autonomen Bülzhütchen hier. Wirklich ein Mehrwert, oder? Ja, ich hoffe es ja. Und es ist sinnvoll, nicht? Mal, eben, so war schon ein bisschen unsere Idee gewesen, dass er etwas Sinnvolles macht. Und hat er ja auch. Und er hat es auch gerne gemacht. Oh, ja. Und du hast noch ein bisschen unterstützt? Ein bisschen mit Fahren nur. Weil er ja noch keine Autoprüfung eben, hat. Eben, meine, ja. Ja, ich habe ihn ein bisschen rumgefahren, aber... Habe ich auch gerne gemacht. Ich bin der Vater von Roni. Ah, okay, ja. Bist du stolz, oder? Ja, sehr, ja. Hat es gut gemacht. Du hast ihm sicher auch geholfen, hä? Ja, Materialtransport und so und halt ein bisschen beratend beigestanden, weil ich habe ja auch mal Maurer gelernt. Eben darum. Mhm. Weißt du, wegen dem Fundament, hat er gesagt. Er hat gesagt, als wenn es nichts wäre, aber es drückt schon, gell? Also so kann einfach, dunkelt es mir nicht.
Ja, also wir haben dann etwa noch Diskrepanzen gehabt, da will ich es noch anders machen. Aber ich muss sagen, hat es gut gemacht. Sieht da schön aus mit den Holzsplittern. Ja, hat wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und hat sogar noch einen Ablauf unten hin. Genau. Für den, der daneben geht. Ja. Ja. Tipptopp, ja. Und ist einfach endlich mal wirklich ein WC da, oder? Wenn schon Leute da sind, ist einfach nicht schlecht. Man hätte das heute so wirklich einmal, oder? Ja, das ist schon gut, ja. Und vor allem eben schön. Und es verhebt dann auch, oder? Und das Alte hat schon ein bisschen. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Du, müssen interessieren, wird einfach zuerst draufhocken? Oh ja, so eben, der Niki dann. Okay. Niki kommt nachher noch. Gut, okay. Eine Rolle haben wir schon gerissen. Wir zwei sind uns einig, der Niki muss zuerst draufhocken. Jawohl, ja. Kivan, jetzt ist aber fast übertrieben, nicht? Nein. Lohnt sich, es sieht nachher schön aus, wenn man die Abdeckung abnimmt und alles schön super ist. Und was ist das da? Ja, das Preis-Gegeli-Fest. Und was ist da gegangen bei dem Gegeli-Fest? Ja, der den grössten Haufen macht. Ist gegangen worden? Ja. Aber das machen wir auch nicht, hä? Mal. Oh? Ja. Gut. Also erst alles mit Plastik aufschreiben oder will man erst zum Beispiel das aufschreiben und dann mit dem Plastik das halt übermalen? Halt so, oder? Das habe ich nicht verstanden. Also, wenn wir jetzt das zum Beispiel erst machen würden, würden wir das erst machen mit Bleistift und dann. Ah, nein. Hat er umrandet. Wir machen alles mit Spraydose. Wir tun jetzt hier einfach, dass wir ein paar Skizzen haben, die nehmen wir nachher raus. Aber nachher machen wir mit der Spraydose. Weil die Spraydose deckt. Also, wenn es trocken ist, können wir die nächste Farbe nehmen, können wir einfach wieder drüber und voilà. Auch wenn es mal runterläuft oder so, kein Problem. Ist ja Spray, ist ja nicht, als würden wir jetzt irgendwo etwas draufschreiben. Es ist schon. Aber meinst du nicht so genau? Ja. Ja, ein bisschen ungenau ist es immer. Da ist es so. Umso näher, dass man rangeht, umso ungenau ist es. Dann schreiben wir einfach so verschiedene Wörter oder machen wir jetzt halt einfach ein Wort, das wir mehrmals schreiben? Ich würde sagen, wir nehmen die Liste dann. Dann machen wir wirklich machen wir so verschiedene Sachen. Vielleicht kommt da jemand und hat noch eine gute Idee. Ja. Was wir auch noch könnten schreiben, da können wir da auch noch rein. Ja, das finde ich gut. Bene. Dann gehen wir doch wieder raus, oder? Kann jeder kommt ein bisschen Relais bringen und sprayen? Also es hat zum Ausprobieren hat es Karton, wo alle ein bisschen ausprobieren können. Aber das Häuschen ist eigentlich, denke, dass wir das machen. Okay. Ja. Nehmen wir jetzt auf deine Liste mit oder nehmen wir mal einfach alle mal mit? Ich würde alle mitnehmen. Okay. Weil ihr braucht ja eure Skizzen auch. Es sind Joy und Cool und Oya. Du darfst gerne alle mitnehmen. Das ist sicher ein spezielles Gefühl, wenn man nachher auf dem WC ist und man selber gespreit hat. He? Ja, klar schon. Also gut, wenn man aufs WC geht, ist die andere Frage, aber ja, wenn man muss, dann muss man. Palmaroni haben? Ja. Und dann kann man es hier aus den Wärmekisten rausholen. So, das sind jetzt 150 Gramm. He? Ja. Danke. Gute. Dankeschön. Und? Kann man es essen? Ja, tipptopp. Sind es gleich gut wie die vom Markt? Ja, tipptopp. Hast du gehört, Kurt? Ja. Super. Ich hatte einen guten Lehrer. Neue Scheiße. Ja. Hat er kaputt gemacht? Nein, weißt du, der ist so alt. Der Skelly-Aufsatz ist ein dünner Aufsatz. Da kommt eine Linie raus, also es macht so. Und da ist ein Skinny Cap. Genau, ist ein bisschen breiter, aber kommt auch nicht so viel raus. Genau. Also wie macht man richtig den Geld drauf? Macht man den einfach drauf und schaut, dass man zum Beispiel das Schwarze nicht gerade gegen das Gesicht hat, oder? Genau, das Loch einfach immer gegen führen und dann kann man es so rein tun. Und die kann man, wenn man es für Orange braucht, dann kann man es nachher wegnehmen und kann es auch für Blau brauchen. Die kann man für alle brauchen. Genau. Und dann eben am Anfang 20 Sekunden schütteln und dann lohnt es sich zuerst ein bisschen Luft zu spritzen. Jetzt haben wir gesehen, jetzt kommt schon orange raus, dann ist es gut. Und dann, also es gibt, wenn ihr ganz dünne Linien machen wollt, dann kann man wirklich ganz nah ran. Am besten stehen wir schnell mal hier auf die Seite, dann sehen wir es. Gell? Und wenn ich dünn will, dann kann ich so nah, also ich bin eigentlich fast an der Wand dran. Oder hebe es so schräg. Und wichtig ist auch, dass wir immer gleich weit weg sind von der Wand. Also wenn ihr so macht, ist klar, oder? Dann geht es auf. Umso weiter dass ihr weggeht, umso dicker wird die Linie und umso weniger genau wird es am Rand. Also wenn ihr ganz weit weg sind,
haben wir zwei dicke Linien, die aber auf beide Seiten ganz fest ausfahren sind. Ja. Also ihr dürft wirklich schön näher ran. Und dann, wenn ihr einen Übergang machen wollt, könnt ihr eigentlich die Dose so gegenüberheben oder gegenüber. Und jetzt gesehen, da hat es am Anfang viel Fahrt. Und es wird immer weniger. Auch so. Genau, einfach mal zu dem. Sieht einfach aus, ist aber noch tricky, ja? Ja, genau. Okay, dann holen wir doch aufsetzen. Warte, wahrscheinlich komm ich möchte gut. Gerne schon eine Sache mitziehen. Mhm. Und dann, wenn ihr anfangt, also wenn ihr euren Namen schreibt, könnt ihr euch zuerst schon überlegen, wie gross wird es oder cool, schreiben wir jetzt mal, wo wir ja auch auf der Liste haben. Und dann würde ich euch empfehlen, tun es auch gleich, wie wir es auf dem Papier gemacht haben. Schnell so vorschreiben. Und dann genau das Gleiche wieder machen hier. So, dass wir richtig saubere Skizze bekommen. So, innen. Aussen. So, mach jetzt nicht das Ganze. Und dann könnt ihr ausmalen. Und da würde ich euch empfehlen, dass ihr nicht immer voll drauf bleibt, sonst fängt es mega schnell an runterlaufen. Sondern dass ihr probiert, so ein bisschen Striche zu machen. Mhm. Ja, ihr braucht aber recht viel Kraft im Finger. Wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr von mir aus gerne auch draufdrücken. Wenn es mal runterläuft, da, zu viel ist und es läuft ab, das ist nicht so schlimm, aber ich würde es einfach trocknen lassen. Weil wenn ihr jetzt mit der nächsten Farbe rüberkommt, sage ich es schnell, dann läuft es ineinander rein. Also wenn ihr jetzt da so, oder dann läuft es ab und dann geht es noch länger, bis es trocknet. Man sieht ein bisschen fest aus. Genau, dann würde ich einfach empfehlen, wartet schon 10 Minuten, 10, 15 Minuten, dann ist es trocken und dann könnt ihr dort einfach wieder drüber. Okay. Und dann, wenn ihr den Übergang machen wollt, dann würde ich zuerst mit einer Farbe schön ausmalen. So. Und dann so blau, orange, Feldins, also ineinander reinschaffen, das funktioniert nicht so gut. Mhm. Du, kurz jetzt mal unter uns, was meinst du, ist einfacher, Maroni zu machen oder zu sprayen? Maroni machen, eindeutig. Eindeutig. Nein, das ist eine Kunstform. Gell? Ja, gell? Das ist eine Kunstform. Der macht das einfach so, das drückt, gell? Ja, ja, also ich denke mir, er macht es ja nicht zum ersten Mal. Aber mir tut es eben noch, gerade wenn ich im Bahnhof die aussen Güterzeuge anschaue, die Qualität dieser Sprayereien hat massiv zugenommen in den letzten Jahren. Gell? Dort sind wirklich einfach nur noch schöne Bilder zu sehen. Das ist eine Kunstform. Und sie ist mobil. Und nachdem wir das Krebs vom Bahnhof haben, haben wir zumindest mal ein WC. Ja, genau. Oder, wo dafür haben wir da so WC. Ja, genau. Sich beißt. Und dann könnt ihr eben hier einfach jetzt etwas wie hier gegenüber. Dann könnt ihr hier so ein bisschen drüber fahren. Es sieht jetzt mega einfach aus, aber das ist recht tricky, dass ihr hier so einen Übergang anbringt. So. Oder ihr könnt natürlich auch einfach sagen, nein, ich mache hier lieber so ein Kreischen drin. Was ist Highlights? Genau, Highlights aber würde ich dann einfach erst am Schluss machen. Da gibt es auch Dinge so machen mit Highlights und so. Mhm. Aber da zum Beispiel beim C hat es ja jetzt da mit Linien gegeben. Also das Gel ist ja jetzt auch in die Mitte von dem C reingegangen. Das ist ja, ist das schlimm. Oder so. Wie nachher ist ja, der ist ja jetzt oben nicht so pigmentiert gewesen wie unten. Mhm. Also jetzt, ich habe es hier extra gemacht, weil dafür habe ich hier auf dem ganzen Zeh einen schönen Übergang. Du hast recht, hier in der Mitte Zahnfarbe. Aber jetzt machen wir ja noch Aussenlinie. Und da lohnt es sich, wenn ihr einen hellen Buchstaben habt, dann eine dunkle Aussenfarbe nehmen. Und wenn ihr dunkel ausgemalt habt, dann eine helle. Innen dran. Mal wieder schütteln, 20 Minuten. Und jetzt hier merken, da schaut jetzt, es kommt noch keine Farbe. Jetzt kommt sie. Darum, zuerst kommt einfach so Flüssigkeit raus, Bindemittel. So, und dann, wenn wir hier die Aussenlinie machen. Das sieht gar nicht so einfach aus, gell? Ja, ich habe eher Angst, dass wenn ich spray, dass ich nicht weiss, wo jetzt der Punkt ist, wegen dem Händchen. Aber ja. Er hat jetzt zum Beispiel ein Händchen, der überlappt, aber mir zum Glück nicht. Ja, das ist auch, da muss man einfach ein bisschen das Gefühl bekommen. Ich zeige euch jetzt noch, was passiert, wenn man einen Fehler macht. Also sagen wir jetzt, du weißt nicht, wo du bist und du sagst, oh, Mist. Voll drüber. Ich gehe heimgehen, oder? Scheiße. Aber wie gesagt, es ist halb so wild. Jetzt ist es zwar noch nass, aber es ist noch nicht am Laufen. Darum gehe ich jetzt gleich noch mal drüber. Und jetzt müssen wir schauen, da ist orange auf dunkelblau.
Bis jetzt weiß ich fast gar nicht. Zack. Mhm. Und sonst einfach noch schnell warten, dann nochmal eine kleine Schicht. Das ist ein guter Kerl, kann man es wieder gut machen. Ja, richtig gut. Also es gibt keinen Fehler eigentlich. Man braucht höchstens genug Zeit, um das schön zu arbeiten. Ha. Du bist voll ready, gell? Hast du die Haare hinten gebunden? Ja, beide. Sonst haben wir nachher keine Angst. Weißt du, wie wir hast Angst? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch lieber hinter der Kamera als das. Sieht Gott vergessen kompliziert aus. Ah. Das sind schöne Schuhe, oder? Ja. Dann würde ich so ein Blatt Plastik da schnell nehmen. Und würde dann schnell drüber kleben. Die Jacke, also wenn sie voll wird, bringst du es nicht mehr aus. Oh, das ist eine einzige Jacke. Egal, mach für neue. So was auf den Schuhen machen, dann mit einem Kleppband da machen. Zum Beispiel im Spital machen sie das ja auch und haben so Teile über dem Schuh. Die wären natürlich top, ja. Mhm. So, und wenn du mit dem Kleppband da machen, langt, wenn es so langt, wenn es noch da ist. Mhm. Also kommt es eigentlich nicht so weit hinterher? Nein, hinterher kommt es nicht, es droppt eigentlich in der Regel von oben ab. Okay. Wenn du willst, hätte ich sonst noch ein Jäckchen hier. Ja, aber schon. Und kein Vollewerb. Du, wie geht's euch? Ich schmecke das noch gern. Ja, ich finde, es stinkt auch nicht. Stinkt es? Nein. Nein, gell, es schmeckt noch gut. Mhm. Ist zwar chemisch, aber ein gutes Chemisch. Ja, jetzt, du machst es genau, hä? Oh ja. Gebt aber nicht. Oh. Ja, da kannst du wahrscheinlich da drüber anlegen über da. Also das Jäckli, warum musst du das anlegen, das Jäckli? Dass meine eigentliche Jacke nicht voller Sprayfarbe wird, weil das bringt nicht mehr raus. Dann müsst ihr neu kaufen. Da kann eventuell den Zucker irgendwie, gell, mit Spray. Ja, genau. Das sehe ich aus dem Papagei. Aha, da ist die Jacke. Ja, also ich habe schon seit ich 12, 13 war, mich interessiert und dann habe ich irgendwann angefangen. Und wo hast du als erstes angefangen? Zuerst habe ich in St. Gallen auf der Strasse in der Nacht Tags gemacht und so. Und dann mit 14 bin ich verwitscht worden und dann musste ich mega viel Geld zahlen. Und dann habe ich aufgehört und seitdem habe ich dann einfach legal weitergemacht. Aber gell, wenn man ganz ehrlich ist, es ist eigentlich, wenn man es objektiv anschaut, ist wirklich eine Verschönerung, gell, von vielen grauen Flächen und anderen Sachen, oder, wo man eigentlich wirklich etwas Farbe und Leben hineinbringt. Das sehe ich auch so, ja. Absolut. Und dass es illegal ist eigentlich wahnsinnig schade. Oder? Man macht irgendetwas illegal, wo eigentlich zur Verschönerung könnte beitragen und auch würde. Es ist eigentlich wirklich Kunst am Bau. Ja gut, das kommt natürlich darauf an, finde ich. Also wenn jemand ein privates Haus besitzt, ist klar, dass er selber möchte entscheiden, wenn er das aufmacht. Ist klar, ist logisch. Aber wenn es jetzt irgendeine Autobahnbrückenpfeiler ist, dann sehe ich das absolut genau gleich. Ja. Und wenn wir es erlauben und autorisieren, dann wollen wir wirklich auch einen Mehrwert erreichen, oder im Grunde genommen? Ja. Das ist so, aber es ist auch ein Prozess, der in der Gesellschaft stattfindet, dass es immer mehr Events gibt, wo man legal sprayen kann. Und also in der Ostschweiz ist jetzt halt noch nicht so ein Thema, aber in Basel, Zürich gibt es ganz viele Leute, die auch das Geld mit dem Graffiti machen. Ja. So, ja. Ist das damals so ein Kick gewesen, weil es auch verboten war für dich? Oder? Ja, definitiv. Ja. 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 Alles, was verboten ist, ist interessant in den Jugendjahren. Ja. Und nachdem es nicht erlaubt war, nachdem sie es also öffentlich so machen, ist es das gleiche Vergnügen oder der gleiche Reiz noch für dich? Ja, es ist halt ein anderer Anreiz. Also es geht halt mehr um Gestaltung. Ja. Kreativ sich ausleben so. Und weniger um Action und Adrenalin. Ja. Aber gerne so also ein Klobespray wie hier, jetzt, das ist für dich auch etwas Spezielles. Jetzt ein bisschen, ne? Ja, also ist natürlich cool, ja. Aber das ist speziell. Ja. Los geht's, hä? Ja, ich bin ready. Jetzt bist du ready, hä? So, jetzt machen wir ein Belastungsprobe, gell? Wo jetzt denn? Rolli und Roni, mal schauen, ob es sieht. Komm rein. Ja, komm mal weg. Komm rein, es gehört rein. Kurz vor dem Sprayen. Ja, ganz Teppich. Es hebt. Ja, tatsächlich. Ja. 120 Kilo. Das ist safe. Beide zusammen, 120. Ja, 200. 200 Kilo, also das hebt sicher. Ja. Und eigentlich war das auch ein bisschen Teamwerk, gell? Vater und Sohn, nicht? Ein bisschen schon, oder? Ja, ja. Er hat den Zünftig geholfen, gell? Ja. Und es hebt wirklich? Ja, es hebt. Wunderbar. Auf welchem WC sind schon
Vater und Sohn mal so stolz gekopft haben. Wir machen jetzt einen Spreierplatz. Danke vielmals. Danke. Gott. Ja. Und wie geht's? Gut. Es geht gut, aber es ist halt auch ein bisschen schwierig. Das macht man halt nie. Ja, das ist voll schön. Also wir probieren das gemeinsam, so, so dass sie nicht das Stück machen. Boah, da gibt es Krampf in den Finger. Ist streng? Ja, man muss halt ordentlich drücken. Ja, da können wir schon. Dann kannst du den gerne noch ein bisschen, wenn es so froh gespreiert ist. Okay, ich will jetzt einen anderen Effekt machen. Ja, ich weiß, das ist für 6. Wenn du auf Deutschland gehst, bist du in waghalsige Sachen da wieder, gell? Das ist halt die ganze Seite. Mit Bunzen oder so muss das. Das ist die Bunzen, die da sind. Wenn du so weggehst, ja, stimmt. Wird die Linie dicker, oder? Umso weiter das weg bist, umso dicker wird die Linie und umso weniger genau ist sie eigentlich. Und ihr hängst schon voll drauf? Ja. So nicht ganz. Wir sind unterwegs. Aber die Nervosität ist euch... Stickt. Stickt? Also für mich schon. Oh, warum? Also nein, wahrscheinlich einfach der Kick von «Yay, wir sprechen jetzt ein bisschen». Also wenn du hochdrückst, wie man macht, jetzt machst du erst du noch? Ja, sicher. Der Führmeister. Meint, du siehst du mal ohne Mann. So. Das überreiche ich mir dann Niki, Vizepräsident. Okay. Schön. Offiziell eröffnet. Ich bin hier am Preisgegeln im Kanton Schweiz. Das ist wirklich kein Zeichen. Da wird wirklich der angehoren, der am meisten gegelt. Und da hinten hat es ein WC. Da kommt gleich wieder einer raus. Und hinten dran hat es eine Waage, wo gemessen wird, wie viel das der gegelt hat. Ja, also es ist jetzt da gerade einer fertig, oder? Du siehst, die Reste sind noch ein bisschen dran. Jetzt ist das echt die Waage. Da haben wir ein Geschirrchen drauf oben, dass das eigentlich abläuft, oder? Wie viel hat jetzt der gekackt? Also der meiste heute hat jetzt 251 Gramm und der zweite hat eigentlich 97. Sind jetzt einfach zwei Gescheissen. Also der hat jetzt ein bisschen Durchfall gehabt, der hat jetzt nur 97? Genau, da hat jetzt einer nicht so Konsistenz angebracht. Was haltest du davon, jetzt, was du hörst? Das ist grusig. Wann ist hier? Das ist ein Umwelt-Uhrzeit. Zwei. Hast du es? Sauber. Ha. Gut, ja. Danke, Karenina. Ja, gut. Ist mega gut. So. Wollen wir mit Weiss Highlights machen, Lena? Ist einfach mal los und dann können wir es nachher immer noch nachkorrigieren. Wenn es nicht passt. Jetzt kommt es zur Frage, gell? Ein Schiss? Ja. Mann, bin ich froh, bin ich hinter der Kamera. Du. Lena! Welches Wort machst du denn? Fun. Wie groß machst du? Von hier bis hier jetzt. Oh, Scheiße. Ja, egal, es kommt sowieso noch ein Spray-Fab, oder? Das haben wir auch noch wieso. Und dann halt. Was ist, wenn es klein ist? Kann man auch andere... Hintergrund machen? Genau, wenn es zu klein ist, nehmen wir eine andere Farbe und tun es einfach noch ein bisschen grösser machen. Okay. Kannst du einfach mal loslegen. No problem. Ja. Hey, da läuft ja gut, nicht? Ja. Jetzt ist es voll im Griff. Es tropft, aber egal. Ja, komm jetzt. Dann musst du wahrscheinlich schneller. Aber das ist gut so. Ups. Also, sie macht's gut, gell? Ja. Hey! Ja, ja. Ich glaube, besser. Helfer? Wollen wir jetzt
mit Orange oder mit Rot. Wenn es dir besser geht mit einer anderen Farbe, würde ich eine andere nehmen. Dann siehst du nur noch die Außenlinie nachher. Mhm. Ja, ist eine gute Idee. Mit Rot. Ja. Halt, dass mit Rot. Das müssen wir dann mit Rot so machen. So außen dran. Mhm. Und dann halt Kerne. Ja, kann man. Das Geld können wir dann für die. So wie Ombre oder was immer. Weißt du? Aha, und du bist der Schwung. Okay, warte. Was tut denn da so? Aha. Soll ich jetzt einfach rundum? Ja. Soll ich unter einmal rundum oder so? Nein, wie hier bei den Bubbles? So. Mehrmals. Also. Ich würde es sonst die ganze machen. Die ja, ganz so einmal rundum. Ja, ich würde die ganz rundig machen. Okay. Ist einfacher von der Form her. Oh, jetzt ist es doch. Angst. Ja, Ding ist, ich will nicht, dass mir mich aus Recht gibt. Okay. Ich bin vielleicht ein Möcher. Oh, Nina. Ich weiß. Egal. Sieht das aus wie ein F? Ah ja. Sieht doch besser aus wie da. Vielleicht würde ich da vielleicht ein bisschen näher gehen und halt so. Oh, der Oswald! Ich weiß gar nicht. Ist der Oswald da? Ja. Oh! Soll ich einfach mal innen dran? Ja, ja, aber mit so Strich, wie ihr gesagt habt, nicht das drauf. Ich würde glaube auch, wir es hier noch ein bisschen dicker machen, weil wir machen dann nachher noch Außenlinie, dass wir die gut hinbringen. Also was? Soll ich hier den Umrand besser, also dicker machen? Aber ein bisschen näher. Dicker, ja, genau. Ein bisschen dicker das Ganze. Wie machst du es, dass es dicker wird? Wir? Ja? Wir? Ich habe mir gerade nochmal drüber. Aha, okay. Ich weiß nicht, was es tropft. Oh, es tropft? Ja, kann ich mal. Oh! Das war keine Farbe an, gell? Ah ja. Hey, du musst mit Strich rein. Ja, mach ich ja. Ich habe jetzt so kurz. Aha. Ja, so. Was machen wir, wenn ich da sonst auf dieser Seite auch noch eins vorzeichne, dass wir noch einen Plan haben? Ja, sicher. Ist gut. Das bringen wir gut hin, ja. Ja, die sehen genau gleich aus, Du, kein Ding. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir es noch fertig bringen. Darum habe ich gedacht, mache ich da schon mal eins als Vorlage. So. Variante gemacht, aber ich habe es halt einfach ohne das Vorzeichnen gemacht. Ja. Deshalb habe ich jetzt ausgelassen. Aber du kannst, wenn du Lust hast, könntest du den mal ausmalen da. Ja, also welche Geld du hast die benutzt? Kannst du auswählen, Willi, ja. Also wenn du lieber mit den dunkleren möchtest. Ja, da ist es schon cool, wenn wir hier einen Heli machen und da mal ein bisschen. Ja. Dick, dass wir es schön benannt können. Also da, zählen können. Weißt du, was du machen? Musst du schauen, das machst du. Ja. Was heisst das denn da, Oya? Offene Jugendarbeit-Traps. Ist er streng? Du musst du noch ein bisschen schützen, würde ich sagen. Also vor allem im Handgelenk, weil du bist die ganze Zeit so angespannt und musst drücken. Aber mit sie geht es eigentlich. Mit der Zeit auch übig, gell? Mhm. Und man fühlt sich auch ein bisschen sicherer. Bei dir? Angst auch vorbei? Ja, schon noch. Geht besser, he, jetzt? Ja. Dort auf der Tür hängt der Zettel, dann kannst du dort eintragen. Okay. Ist das da? Nein, ich werde etwas machen für Weihnachten. Auf die Weihnachten? Du musst pressieren. Ja. Es ist nicht mehr manchmal und es ist ziemlich voll. Ja. Was willst du machen?
Also für meine Stiefmutter ist jetzt so gerne Rostsachen. Weiß nicht, so. Grüezi, die Dame. Ja, ein viel Farbe der Hodler, gell? Nein, du nicht. Ja, ja. Wir müssen ja ausprobieren. Also weißt du, Schutz, du eine Idee hast? Ja. Oder ein paar Ideen? Ja. Ja, vielleicht das Kitzel, musst du keinen Plan machen. Ich kann lachen. So, also als Juko-Präsident, Niki, möchte dem Gemeindepräsidenten hier das WC-Papier übergeben. Danke vielmals. Am Geld muss man es ehrlich sein, ist wirklich mal eine schöne Sache, dass es so WC gibt. Also WC ist in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig und ich finde es super, dass da die Jungs das gemacht haben. Dann mache ich einfach ein bisschen weiter schon mal machen. Maroni sind gut, ja. Hi, Maroni. Schön sind alle da. Wenige, aber die, die zählen. Trotz dem Wetter, das jetzt halt etwas verschissen ist, das passt zum WC. Weil das WC, das hier hinter euch steht, hast du, Roni, unter anderem mit deinem Freund Brian gemacht. Ja. Du hast es geplant, du hast es nachher umgesetzt und. Ja, erzähl mal, wie war das für dich gewesen? Oder für euch? Eigentlich gut. Das Blöde war eben, dass wir kein Auto hatten. Also keine Prüfung halt so selber. Und nicht hätten dürfen fahren? Ja. Okay. Aber ich würde sagen, es ist euch mega gelungen. Es sieht super aus. Es wird jetzt gerade noch verschönert. Nicht von euch, aber von Jugendlichen, die da sind. Es wird Graffiti gesprayt. Ich hoffe, das ist in eurem Sinn, dass es da noch etwas farbig wird. Ja. Okay. Super. Ja, ich würde von der Seite der Jugendkommission und offene Jugendarbeit, würde ich dir gerne noch WC-Papier überreichen. Dankeschön. Also, wir sind herzlich eingeladen, hier aufs WC zu kommen, ja, wenn immer ihr müsst. Ja. Und mit dem Appenzell sagt man Notlig, wenn ihr das Notlig habt. Und Notlig. Dann habe ich da noch etwas versteckt. Hier im Mantel rein. Also, genau, das ist ein Geschenk für dich, für euch. Ich habe für den Brian auch noch eins. Vielen Dank, was ihr hier gemacht habt. Es war ein Krampf und viele Stunden. Es ist zwar die VA, aber ja, ihr habt das extrem gut gemacht. Ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Ne? Danke so. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Nein, geh weg von dir. Ja, das ist so, aber Ivan? Ja. Dann machst du es einfach so? Ja. Aus dem Handgelenk raus? Genau. Seit dem Tag noch vor mir angenommen, hier in der Nacht, sieht es natürlich wirklich auch super aus. Stylisch oder funky oder wie man es auch immer will sehen. Ja, ihr seht, auch die Tür natürlich passt perfekt her. Und wenn ihr reingeht, also so etwas Stylisches, also da geht man echt gerne aufs WC. Und wenn man dann drinnen ist, das ist noch ganz wichtig zu wissen, wenn man dann drinnen ist, dann ist das Herzli rot. Das heisst, jetzt ist es besetzt. Und dann, wenn das Herzli weg ist, dann kommt die Herzensliebste oder wer auch immer wieder hinführen. Bülz ist um das funky WC reicher. Ihr könnt es reservieren bei der Sony Einzler. Die Adresse ist hier.